Willkommen zum aktuellen IG Market Update. Der deutsche Aktienindex startet am Dienstag hinter freundlichen Vorzeichen in den Handel. Auch dank positiver Vorgaben aus den Vereinigten Staaten und Fernost kann der DAX sein Plus momentan weiter ausbauen und lässt damit die charttechnische Widerstandsregion im Bereich von 9.800 Zählern hinter sich. Sollten die Kurse weiter zulegen, gilt es, das Septemberhoch bei rund 9.890 Punkten aus dem Weg zu räumen. Mit Ausnahme dieser Barriere hätte das heimische Börsenbarometer dann durchaus noch Potenzial bis zum ehemaligen Allzeithoch von 10.050 Zählern. Das Momentum liegt jedenfalls nach wie vor auf der Seite der Bullen, allerdings ist angesichts der Dynamik und des Ausmaßes des jüngsten Aufwärtsschubes durchaus eine Konsolidierungsphase, sprich eine Atempause möglich. In diesem Fall würde ein temporärer Rücksetzer mit der 200-Tages-Linie auf eine solide technische Auflagezone treffen, die sich im Bereich von 9.510 Punkten wiederfindet. Wohin die Reise zumindest bis zum Black Friday geht, dürften nicht zuletzt die am heutigen Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten entscheiden. Vor diesem Hintergrund stehen Impulsgeber wie das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal sowie Daten zum privaten Konsum und dem Immobiliensektor auf der Agenda. Zur Stunde notiert der DAX bei 9.873 Punkten 0,9% fester. Der Euro zeigt sich bei 1,2434 US-Dollar dagegen noch richtungslos. Gold kann wiederum leicht um 0,1% auf momentan 1.199 US-Dollar pro Feinunze zulegen.